Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste, seit ungefähr Anfang letzten Jahres befassen wir uns hier mal mehr oder weniger intensiv mit der Problematik der Straßenausbaubeiträge. Nicht umsonst haben wir im letzten Jahr dazu ein Expertengespräch geführt. Und als die schwierigen Lagen in Schwerin zutage traten, wurden bereits im letzten Jahr ja sehr intensive Gespräche mit vielen geführt, auch mit Betroffenen, aber auch mit Verbänden, zum Beispiel dem VDGN, den hatte ich hier öfter am Tisch sitzen und war auch bei der letzten Versammlung vor Ort, um mit Ihnen dieses Thema auch noch mal zu besprechen. Es ist in der Tat so, dass sich CDU und SPD kritisch zur vollkommenen Abschaffung von Straßenbaubeiträgen oder Ausbaubeiträgen geäußert haben. Aber ich finde, aus gutem Grund. Wenn wir über die Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen sprechen, sprechen wir von einer Systemumstellung, die bei der letztendlich Landesregelungen gegen Bundesregelungen stehen. Herr Lerche hat eben in einem Nebensatz schon mal so einen Schwenk zu Sanierungsgebieten gemacht. Aber es ist ja auch im Baugesetzbuch zum Beispiel geregelt, dass bei Neubaugebieten, also die Ersterschließungsanlagen, da sind Erschließungsbeiträge und Straßen sind ja Erschließungsanlagen, umzulegen. Das ist im Baugesetzbuch geregelt. Und in Sanierungsgebieten, und das wird übrigens auch, das habe ich neulich als Argument gegen Straßenbaubeiträge gehört, dass in Sanierungsgebieten ja keine erhoben werden dürften. Nein, dürfen sie auch nicht, weil man da eine Ausgleichsabgabe zu leisten hat, die nichts anderes in sich birgt als eben auch die Straßenausbaubeiträge. Und wir haben sehr viele Argumente ausgetauscht und haben ja auch verabredet, einige, also die Gesetzesvorlage sowie den Antrag, die bereits vorlagen, in den Ausschuss zu überweisen. Und wir werden auch der Überweisung dieses Gesetzesentwurfs natürlich zustimmen. Das unterstützen wir ausdrücklich. Zwar haben wir uns schon bereits öffentlich kritisch geäußert, die Beiträge vollkommen abzuschaffen, aber gleichwohl schauen wir natürlich, was passiert, was sind die Konsequenzen daraus, wenn wir das tun. Was sind die Konsequenzen daraus? Was sind die Konsequenzen daraus, wenn wir hier für eine Gleichbehandlung eintreten und unterschiedliche Betrachtungsweisen bei neuen, also erstmaliger Erschließung, bei Sanierungsgebieten und dann bei dem Aus- oder Neubau von allgemeinen Straßen hier uns unterhalten. Und wenn Herr Lerche eben, das fand ich ein bisschen wir, ehrlich gesagt, Gemeinden erheben Straßenausbaubeiträge aufgrund ihrer Satzung. In dieser Satzung werden Straßenkategorien ausgewiesen. Man kann, meistens sind es drei, man kann aber genauso gut fünf Kategorien da hineinschreiben, also feiner differenzieren. Und da wird sehr wohl unterschieden, ob das eine Straße ist, die der Allgemeinheit mehr zur Verfügung steht, also Durchgangsstraße, oder aber auch Straßen, die insbesondere den Grundstückseigentümern zugutekommen, nämlich die reinen Anliegerstraßen. Also von meinem Verständnis her könnte man sogar diese Kategorie auch nochmal unterteilen, weil wir ja Mischgebiete haben. Wir haben ja Gebiete, da haben wir zum Beispiel Wohnbebauung, aber auch Gewerbebetriebe durchaus ihre Berechtigung, wenn das entsprechend halt im Bebauungsplan ausgewiesen ist. Und dafür könnte man von meinem Verständnis her sogar noch mal eine spezielle Kategorie einrichten, weil man muss ungleiche Dinge nicht gleich behandeln, sondern wenn jemand einen größeren Vorteil hat als ein anderer, dann muss das auch möglicherweise zu Buche schlagen. Und ich möchte hier eigentlich noch mal auf zwei Kritiken insbesondere eingehen. Zum einen wird ja teilweise ganz klar bestritten, dass wir, und das ist ja eben auch schon wieder hier vorgetragen worden, dass sich der Grundstückswert erhöht, dadurch, dass ich jetzt hier eine top ausgebaute Straße vor die Haustür gesetzt bekomme.
Das ist, wir haben gerade ein ganz aktuelles höchstrichterliches Urteil, das bezieht sich vom Bundesverwaltungsgericht vom 21.06., also noch sehr frisch. Das bezieht sich auf das Kommunalabgabengesetz in Hessen. Und das kann man so oder so sehen. Also erstmal, da wurde klargestellt, dass aufgrund der gesetzlichen Regelungen in Hessen da Beiträge erhoben werden dürfen, so wie sie da erhoben werden, aber da will ich gar nicht drauf hinaus, sondern da wurde nochmal in einem Nebensatz der Grundsatz festgestellt, nämlich der Grundsatz, dass durch einen Straßenausbau eine Grundstückserhöhung erfolgt, also dass das Grundstück eine Werterhöhung erfährt, wenn die Erschließungsanlagen rundum zu ausgebaut werden. Das ist auch bereits in mehreren Gerichtsurteilen immer wieder angeführt worden. Und man kann natürlich sagen, ja, bei uns spielt das ja nicht so eine Rolle. Wir haben Gegenden, da kriege ich mein Haus nicht verkauft, wie toll die Straße auch ist. Aber als Grundsatz ist das schon höchstrichterliche Rechtsprechung. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen abenteuerlich, wenn das so von vornherein abgestritten wird, dass ein Grundstück einen besseren Wert oder Verkaufswert hat, wenn die Straßen um zu halt gut sind. Das ist übrigens auch bei unseren Gutachterausschüssen so, die bewerten, wie viel die Grundstücke in den Gemeinden wert sind. Sie wissen, dass alle Gemeinden dürfen ihre Grundstücke nicht unter Wert veräußern. Die Gutachterausschüsse, die legen Bodenrechtwerte fest und auch da ist die Erschließungssituation ein wichtiger Bestandteil dieser Bewertung. Also das spielt durchaus eine Rolle. Ein ganz tolles Beispiel einer Aussage, die in der Vergangenheit auch immer wieder auf den Tisch kommt, möchte ich noch abschließend jetzt hier ansprechen, und zwar die Behauptung, der Grundstückseigentümer, also wenn wir darüber sprechen, dass das hier eine Belastung für Grundstückseigentümer ist, die eine Grundstücksaufwertung erfahren durch eine Maßnahme, dann wird immer gesagt, ja, oder wenn wir dann dabei sagen, wir wollen, dass diejenigen, die in die Grundstücke gehören, sich da auch dran beteiligen und nicht die Mieter letztendlich da auch mit belastet werden, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wird alles über steuerfinanziert bezahlt, dann wird uns entgegengehalten, ja, aber die Grundstückseigentümer, die legen das ja auf die Mieten um. Und aber nach der Logik oder nach Ihrer Logik, wenn wir die Beiträge für die Grundstückseigentümer, die die Miethäuser haben, abschaffen würden, dann würden diese Mietwohnungen durch die Erschließungsanlagen an Qualität gewinnen. Die Vermieter würden die Mieten trotzdem perspektivisch erhöhen, bloß ohne, dass die Grundstückseigentümer da auch für belastet würden. Wenn Sie das gerecht finden, ich finde, da sollte man wenigstens das mal hinterfragen und darüber nachdenken. Wir haben als SPD seitlich ganz viele Vorschläge zu einer Entlastung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger gemacht, wie man Spitzen abmildert. Und ich habe eben durch die Ausführungen des Innenministers wahrgenommen, dass einige davon auch auf Wohlwollen stoßen. Und ich bin sehr gespannt, auf welche Vorschläge wir uns als Koalition letztendlich einigen, die wir dann mit in das Fahren hineingeben. Und ich freue mich auf die Anhörung im Ausschuss, aber auch auf die Diskussion im Ausschuss, die wir sicherlich genauso leidenschaftlich wie in den letzten Monaten weiter fortführen werden. Frau Techtmeier, gestatten Sie eine Anfrage des Abgeordneten Herrn Lerche? Ja, Frau Techtmeier. Sie kennen ja sicherlich die Straße, wo unser Parkhaus hier in Schwerin, was wir alle als Abgeordnete nutzen können. Sind Sie auch der Meinung, dass diese Straße genau so eine Anliegerstraße ist, wie man sie in einem Einfamilienhausgebiet kennt, und dass die Anlieger dieser Straße, ne, wo mehrere Buslinien durchgehen und auch diese beiden Parkhäuser sind, ne, genauso behandelt werden wie eine Einfamilienhaussiedlung mit ihren kleinen Straßen und Sträßchen? Herr Lerche, hätten Sie mir eben zugehört,
Dann habe ich als Beispiel genannt gerade eine Anliegerstraße, die als solche deklariert ist, dass man meiner Auffassung nach ja auch da unterschiedliche Kategorien einführen kann, weil wir auch Mischgebiete haben, wo Gewerbe halt sind und reine Wohnbebauung. Und da kann man, finde ich, durchaus darüber diskutieren, ob man da nicht auch differenziert.